Hallo zurück bei der Sims 4 Decades Challenge. Clara geht es nicht so gut, aber der Rest ist relativ fit. Sie möchte gerne Clarence eine lustige Geschichte erzählen und das machen wir, glaube ich, direkt auch einfach mal, weil er braucht auch eh ein bisschen Aufmerksamkeit. Wir könnten uns mit ihr einfach mal um den Kleinen kümmern. Wie geht das denn? Geschichte erzählen? Ist die dann lustig? Nee. Lustig geht nicht. Dann erzählen wir erstmal einfach eine Geschichte. Vielleicht hilft ihm das ja auch schon. Und wir könnten auch mal... Ach, wie süß, er räumt sogar auch auf. Wir könnten sogar auch mit ihm einfach mal... ein bisschen Flashkarten machen. Ich wollte ihn jetzt eben erstmal loben. Und dann üben wir ein bisschen mit den Flashkarten mit ihm oder so. Irgendwas bringen wir ihm bei oder machen was Schönes. Weil das haben wir so eigentlich noch gar nicht. Moment, Clara muss doch sowieso auch... okay, Hausaufgaben helfen. Ja, das wäre dann eher was für die großen Mädels. Aber... ah, hier, eine lustige... da können wir das machen, super. Dann wollte ich doch aber noch... wie geht denn das jetzt? Bei Kinderbetreuung, das war doch hier gerade gar nicht dabei. Warum kann ich da nicht... ah, da! Okay, wir bringen ihm die Tiere bei. Das ist ja wichtig, wenn man auf so einer Farm lebt. So, warte, warum geht das nicht? Na komm. Ich habe auch eben versucht, Sachen aus dem Inventar wegzumachen. Oh, oh. Louis lebt gefährlich. So, wir füttern die jetzt direkt mal alle, dass er gar nicht auf doofe Gedanken kommt. So. Und dann kann er eigentlich auch mit denen nochmal ein bisschen spielen, würde ich sagen. So, was ist mit dir? Oh, Auftrittsübernahme. George hat gerade die Hälfte seiner Eröffnung hinter sich gebracht, als der Bassist der Hauptband auf die Bühne stolpert und ihm die Show stiehlt. Er spielt gerade sein drittes 8-minütiges Solo und die Zeit läuft davon. Sollte George ihn unterbrechen oder einfach mitspielen, um den Auftritt zu retten? Ich glaube, George spielt einfach mit. Oh, wir haben uns verbessert dadurch. Sehr gut. Und... du solltest vielleicht auch mal was essen. Und ein bisschen Musik hören dabei. Wir werden das einfach. Das ist doch eine gute Idee. Auch Ruthie müsste noch was essen. Oh je, da haben wir was. Nee, ist nur ein leerer Teller, Gott sei Dank. Ich dachte schon gerade, wir hätten da jetzt irgendwie eine ganze Platte Essen vergammeln lassen. Och Manu, kann das mal hier funktionieren? Ich will doch nur diesen Teller loswerden. Ich will den hier rein. So. Mal gucken, was es noch so gibt. Es ist auch schon ganz schön spät. Öffnen und was haben wir noch? Ach, guck mal. Sandwiches, perfekt. Dann hebt ihr das Schlafen lieber für später auf. Ah, ich sollte das mal verschieben. So, weil das Baby steht da nämlich ein bisschen im Weg. Das würde ich jetzt... warte mal, das Töpfchen. Ja, ach, das ist ja... wieder das Problem dann. Ich werde das Töpfchen jetzt einfach hier draußen neben die Sitzbank stellen. Ist mir auch egal. Damit der Kleine aber da so ein bisschen rum kann und das Baby da in die Ecke. Okay. Und ich glaube... das Baby wird auch gerade anfangen zu weinen. Clara ist fast soweit. Warte mal, was macht denn eigentlich? Hier, guck mal, dann kann sich doch auch der Papa drum kümmern. Und erstmal einfach ein bisschen mit dem Baby kuscheln. Kann er ja auch mal machen. Und genau, was braucht er noch? Komm, dann bringen wir ihn mal ins Bett. Genau. So, was ist mit dir? Ich wollte ihr... warum hast du dir denn kein Essen genommen? Ach, Ruthie. Hier, du solltest doch... ein Sandwich. Okay, George ist von der Arbeit wieder da. Und... hat bald Geburtstag, oh je.
Ich wollte ihn ja eigentlich unter die Haube bringen, bevor jetzt dann Clarence Geburtstag hat und ein Zimmer braucht. Mit dem Job, wie weit sind wir da? Level 4. Ja. Okay, ich glaube, George schicke ich direkt ins Bett. Der ist recht müde. So, und Mary Grace. Dann auch. Ich glaube, es ist eigentlich noch ein bisschen früh, um alle ins Bett zu schicken. So, warte, du sollst dabei aber noch Musik hören. Hier. So. Okay. Oh, das Baby hat Hunger. Glaube ich, da muss jetzt doch Mami mal dran. So, und Windel wechseln. Kann sie dann auch eben noch machen. Und Louis nutzt die Gunst der Stunde und benutzt das übelst verdreckte Badezimmer. Ja, ansonsten braucht Louis eigentlich... Es hat doch keiner mehr den Kuchen gegessen. Warum denn nicht? Na gut. So, du hörst wohl immer noch keine Klassik mehr. Ja, wer weiß, was das ist. Okay. Ach, sie ist so süß, echt. Richtiger Teenie. Ach so, sie hat schon aufgegessen. Ja, dann würde ich sagen, kann sie noch ein bisschen weiter Musik hören. Hä? Ach ja, das hatten wir schon mal, ne? Mit jemandem flirten. Da müssen wir unbedingt mal jemanden kennenlernen demnächst. Beziehungsweise hier nochmal so eine Veranstaltung machen und uns einen Kerl aussuchen. Ja, wir haben ja schon einige auch zur Auswahl hier. Sehr interessant. Gut. Clara hat auch noch Hunger. Okay, dem Baby geht's wieder gut. Dann kann Clara noch das restliche Stück Kuchen essen oder sich nochmal oder auch so ein Sandwich nehmen. Ah, die sind leer. Na toll. Dann doch den Kuchen vielleicht. Ja, komm. Kuchen als Mitternachtssnack. Und dann darf sie auch ins Bett. Allerdings würde ich sie dann auch gerne währenddessen Musik hören lassen. Warum? Ja, okay. Gut. Louis. Ist auch noch nicht so ganz müde. Das ist eigentlich ganz gut. Dann kann er nämlich auch noch... Oh, noch was ist denn? Da ist ja immer noch Kuchen übrig. Ich dachte, das wäre nur noch ein Stück. So, und dann hören die jetzt alle ja auch noch ein bisschen Musik. Ich muss das ja mal nutzen, dass wir, dass ich dran denke, dass man das tatsächlich kann. So, komm. Und beim Abendbrot mit den Eltern und dem großen, der großen Tochter können wir uns auch noch mal ein bisschen unterhalten. Sowas haben wir hier schon länger nicht gemacht. Das haben wir früher öfter gemacht. Mit William und Grace. Aber wir haben trotzdem eine ganz gute Beziehung, muss ich sagen. So, wie steht's mit Louis? Auch. Ja. Doch, ist doch eigentlich alles in Ordnung. Und die beiden ja sowieso. Das ist doch gut. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil wir ja doch auch gar nicht so viel interagieren miteinander. So, jetzt nochmal ein bisschen aufräumen. Putzen muss ich dann mal irgendjemandem auftragen. Aber ansonsten sieht es ja ganz in Ordnung aus. Kein Müll und so wenigstens. Okay, dann muss jetzt aber hier Ruthie mal ins Bett, weil morgen ist wieder Schule. Und ansonsten geht es ihr ja jetzt auch gut. Genau. Sie könnte noch ein bisschen, Dings hier gebrauchen. Wie viele Leute sind wir denn? 2, 4, 7, okay. Also ist Techtelmechtel keine Option. Einfach um den Spaß hochzubringen. Das, ja, weiß ich nicht. Dann unterhalten wir uns einfach nochmal so ein bisschen mehr. Mal gucken. Vielleicht können wir ja das mit auch
keine Ahnung, mit lustigen Interaktionen auch vorantreiben. Auf jeden Fall sozial bringt das schon mal was. Das ist doch ganz nett. Guck mal, jetzt haben wir hier so ein kleines Date. Mit dreckigen Tellern. Die räume ich noch eben weg. Aber jetzt haben die beiden auch nochmal so richtig Zeit für sich. Nicht nur im Busch oder im Bett. Sondern einfach auch mal so, um sich zu unterhalten, ein bisschen Musik zu hören, schön beim prasselnden Feuer zu sitzen. Einfach so mal das Familienleben mal wieder genießen und nicht jeder für sich. Das ist ja doch eher auch so eine moderne Sache. Und wie gesagt, hatten wir ja bei William und Grace irgendwie eher mal, dass hier viele zusammen am Tisch gesessen haben oder wir uns da die Zeit genommen haben, denen dabei zuzugucken. Ja, dann ist das dem Herrn auch schon wieder genug. Aber ist auch okay, es ist ja spät. Dann schicke ich die einfach alle ins Bett und ich weiß nicht, wieso er jetzt hochlaufen muss, um dieses Ding zu spülen. Immerhin spült er es. Oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Doch, doch, er spült es tatsächlich. Wow. Unglaublich. So, George, würde ich ganz gerne... Der kann dann die Rechnungen bezahlen, Post bekommen. Und ich würde ganz gerne, dass er hier nochmal ein bisschen übt. Das ist ja tatsächlich auch seine Tagesaufgabe. Und dann könnten wir tatsächlich auch befördert werden. Das wäre ganz cool. Und ich glaube, das bringt ihm ja auch Spaß tatsächlich. Was ist denn los? Okay. Ruthie braucht einen Bart. Und Mary Grace muss nochmal frühstücken. Ich dachte eigentlich, sie hätte gestern Abend noch was gegessen. Aber so ein Kuchen ist dann wahrscheinlich doch nicht das Gelbe vom Ei. So, Clarence. Ui. Der muss Pipi und auch unbedingt was essen. Das heißt, ich hole hier einfach besser mal irgendwas raus. Den Kuchen könnte er vielleicht essen. Ich glaube auch... Das ist wahrscheinlich nur der leere Teller. Nee. Dann kann er sich hier bitte nochmal was nehmen. So. Genau. Der Rest der Familie... Joa. George, wie sieht's aus? Rechnungen haben wir bezahlt. Wir haben fast 30.000 Simoleons. Das ist der Hammer, oder? Hier, guck mal, diese Gambling-Kekse, die müssen auch mal langsam weg. So. Ich würde auch ganz gerne hier nochmal wieder so einen Standverkauf machen. Es ist jetzt noch recht früh. George hat morgen frei. Okay, dann machen wir das morgen mit George nochmal ein Date. Ich hatte ja jetzt mir doch, überlegt, ihn vielleicht mit Flossie doch zusammenzubringen, weil die anderen Damen, ja dann doch nicht ganz so tolle Merkmale besitzen. Genau, also Flossie oder Philippa war das jetzt in der engeren Auswahl, weil die beiden ja dann charaktermäßig nicht ganz so das waren, was wir uns vorgestellt hatten. Ruthie ist auch direkt schon wieder romantisch, nimmt hier einen Glens Bart und kommt in Stimmung. So alt ist sie doch noch gar nicht. Was ist denn mit ihr? Wie alt ist sie? 13 oder so vielleicht? Naja. So. Ich finde es so cool, dass sie immer unterschiedliche Haarfarben haben. Also das Babyband, okay. Dann müsste Mami vielleicht nochmal kuscheln. Ich weiß gar nicht. Nö, ist jetzt noch nicht ganz ausgeschlafen, aber es geht. Und für Louis hätte ich ganz gerne nochmal Hilfe im Garten, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen... Wir könnten auch eine Familienversammlung machen, aber... Oh Gott, jetzt können wir das hier alles schon wieder auch weiterentwickeln. Man könnte ja auch mal die Mädchen hier im Garten ein bisschen mehr beteiligen, ne? Das mache ich ja eigentlich nicht so. Das vergesse ich immer irgendwie. So, die Kühe müssen dann auch wieder gefüttert werden, dann geht alles wieder von vorn los. Und die Mama muss ich jetzt mal aufwecken, damit das Baby... So. Ist denn die Badewanne jetzt wieder ganz? Oder das dauert mir echt so lange. Warum ist diese Pinnwand ständig voll? Das kann gar nicht sein. Wenn ich das hier lösche, werden gar nicht alle Beiträge gelöscht, oder? Ich habe das jetzt schon so oft gemacht.
So, eigentlich müsstest du sauber sein, Ruthie. Das geht gar nicht. Ich wette, das wird jetzt gleich wieder gelb oder so. Na, schauen wir mal. Okay, dann hat es wahrscheinlich auch wieder Hunger und muss Pipi. Und Clarence, warum? Ja, ich... Nein! Den soll keiner wegholen. Der soll Kuchen essen. Scheiße. Oh, ich habe so Angst, dass irgendwas noch mit Clarence passiert. Er hat jetzt noch 3 Tage oder so. Nur noch 2 Tage sogar. Aber ich habe so Schiss, dass irgendwas noch ist, dass er dann hier abgeholt wird, ne? Diese scheiß Kleinkinder, das ist echt gefährlich. Im Kinderbett schlafen, das kannst du gerne mal machen. Und Buch ansehen, klar. Aber er kann... Kann ich ihm da eins rausholen und er kann sich das dann angucken? Haben wir denn irgendwelche Kinderbücher? Sehen die dann nach Kinderbuch aus? Das hier, oder? Nee. Haben wir gar keine Kinderbücher? Oh, was? George hat heute Geburtstag? Na? Oh. Echt jetzt? Oh mein Gott. Dann habe ich halt jetzt ein Buch hier an meiner Hand hängen. Toll. Super. Okay, was zur Hölle? Nee, ich wollte das nicht George ins Inventar geben. Okay, Clarence soll aber, dann jetzt trotzdem noch aufs Töpfchen. Ich hoffe, er schafft das noch. Ich glaube es ja eigentlich nicht. Okay, Mary Grace ist dann jetzt auch zur Schule. Und dann könnte Clara sich mal um das Badezimmer kümmern. Das ist nämlich dringend nötig, dass hier mal jemand sauber macht. Und danach kann sie dann was frühstücken gerne. So, ich hoffe, dass sie, warte mal, lass uns doch nochmal was backen. Stimmt. Diese Sachen hatten wir. Was haben wir denn noch nicht gehabt? Blaubeer Bagels klingt gut. Fischpastete haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, oder? Ist aber auch eklig. Eine Obsttorte finde ich eine super Idee. So. Clarence hat, glaube ich, nicht das Töpfchen benutzt. Ich wette, er ist irgendwie, So, warte, das Buch wollte ich jetzt noch. Genau, das soll nämlich in Clarence Inventar. Und dann wollte ich mal gucken, ob er sich das wirklich angucken kann. Irgendwie. Nicht. Muss das ein Buch aus dem Kinderdingens sein? Ich glaube, die Inventare sind auch ein bisschen verbuggt. Ich verstehe es nicht so ganz. Aber muss das ein Kinderregal sein, wirklich? Ja, keine Ahnung. Dann bau irgendwas oder spiel irgendwas. So, und die beiden, ihr sollt nochmal Freunde kennenlernen. Ich glaube, meine Mädchen haben einfach die schlechtesten Schulleistungen ever. Wo steht denn das? Was habe ich denn für eine Note? Durchschnittlich? Wo steht denn meine Note? Habe ich keine? Ah, doch, hier. 3, ja gut. Also ich glaube, damals, zu diesen Zeiten, wäre man als Mädchen wesentlich fleißiger gewesen, was die Schule angeht. Ja, nicht. Oh, Louis muss nochmal die Kühe füttern. Das habe ich wieder vergessen. So. Jetzt habe ich, glaube ich, eine zu wenig. So. Gut. Das war's dann jetzt aber auch schon wieder für heute. Ist ein bisschen, ja, hat sich ein bisschen gezogen, einfach dadurch, dass wir... Wer ist denn Ute? Ach ja, das ist von Kennedy Tripp, glaube ich, die kleine Tochter. Dadurch, dass wir jetzt einfach durch die Nacht gespielt haben. Gut, aber dann würde ich sagen, machen wir... Schnappt sich ihr Mittagessen aus dem Rucksack und entdeckt etwas Rotes darin. Es ist ein herzförmiger Zettel, auf dem nur Du bist süß steht. Sie glaubt, dass er von dem neuen Jungen stammt, der immer so starrt. Nö, sie wartet ab. Naja. Okay.
Das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen, also Donnerstag, würde ich dann, wie gesagt, beziehungsweise, nee, Moment mal. George hat Geburtstag. Das heißt, ich mache doch jetzt dann einfach frei von der Arbeit. Ich nehme mir frei und mache einfach eine Geburtstagsparty für ihn. Ja, das machen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare und euer Feedback. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!